Ja, hallo, meine werten Freunde. Willkommen zu meinem ersten Projekt auf dem Kanal Gamerinsel.de. Mein Name ist Mr. Kachen und wir spielen Dishonored, die Maske des Zorns. Ich nehme das Ganze jetzt schon ein bisschen vorher auf, bevor wir das Ganze hochladen. Das war so abgemacht. Von daher können sich Details noch ändern und bla bla bla. Wir starten einfach mal ein neues Spiel. Ich habe vorher mal eine Testaufnahme gemacht, kurz, um mal zu sehen, ob das läuft. Und es läuft wunderbar. So, wir werden hier eine Schwierigkeit, ja, leicht und sehr schwer, auf keinen Fall. Ich schwanke zwischen normal und schwer. Schleichen und kämpfen sie jeweils mittelschwer. Gegner bewirken normalen Schaden, auch die Wirkung von Tränken ist normal. Eine gesteigerte Prüfung für erfahrene Spieler. Gegner bewirken erhöhten Schaden und nehmen dich schneller wahr. Na, normal. Stelle die Helligkeit zu, bla bla bla. Ja, da Fraps, ich nehme hier mit Fraps auf, immer seine Probleme mit dunklen Stellen hat, dann wird das Ganze ein bisschen heller. Egal, ja. So, und ich denke, jetzt kommt dann gleich mal eine Filmsequenz und ich halte dann mal meinen Bubble. Corvo, gäbe es doch noch einen Vertrauten, den ich senden könnte, damit Sie bei mir bleiben. Aber es gibt niemanden. Und der Meisterspion bestand zu Recht darauf, Sie zu entsenden. Die Seuche hat so viele dahingerafft. Wir brauchen ein Heilmittel. Sind Sie in meiner Nähe, findet mein Herz Frieden. Emily und ich werden Ihre Rückkehr sehnsüchtig erwarten. Kehren Sie rasch zurück und bringen Sie gute Nachrichten. Ganz ruhig! Genau, aufpassen! Leinen los! Leinen sind los, haben abgelegt. Geradewegs zum Dunwall Tower. Lord Corvo hat Nachrichten für die Kaiserin, für die wir weit gereist sind. Eine weite Reise für schlechte Nachrichten. Die Seeleute sagen, auf uns liege ein Fluch, schwarze Magie. Alles Aberglaube. Wahrscheinlich gibt es inzwischen schon ein Heilmittel für die Seuche. Vielleicht. Sind verrückte Zeiten. Der Leibwächter der Kaiserin auf einer monatelangen Mission, das ist ungewöhnlich. Es war wichtig. Wir brauchen Hilfe mit der Seuche. Hey da, es geht nach oben! Ich öffne die Schleuse und sie hebt sich. Endlich zu Hause. Gleichmäßiger Druck. Und das war's. Steg runter. Die Kaiserin wird schon auf ihre Nachrichten warten, Corvo. Ah, okay. So, benutze WASD, um dich zu bewegen. Ja, das ist standardmäßig. Anscheinend heißen wir Corvo und sind der Leibwächter der Kaiserin? Kaiserin, okay. Techniker reden. Willkommen zurück, kaiserlicher Schutzherr. Ja, moin. Wo war ich denn überhaupt? Ich habe schon wieder zu tief ins Glas geschaut gestern. Was habe ich gemacht? Wer bin ich? Und vor allem, wo bin ich? Dunwall Tower, okay. Du bist zurück. Hallo. Erzähl von deiner Reise, bitte. Gab es Wale? Warte, lass uns jetzt Verstecken spielen. Ich schließe die Augen, du versteckst dich. Du hast Zeit. Mutter spricht noch mit diesem fiesen alten Meisterspion. Ach, ich kann hier sogar aus... Ah, na gut, legen wir los. Tut mir leid, Emily, aber ich muss... Ja, komm, spielen Verstecken. Gut, los geht's. Optional, Versteckspiel. Triff Emily unter der Steinbrücke. Okay, dann machen wir doch mal. Sofort warst bei Mutter so traurig. Ich glaube, sie hat dich vermisst. Okay. Aber so beziehungstechnisch ist bei uns nichts. Also nicht bei uns, aber bei dir und... bei mir. könnte man schon wieder... Okay, ich halt am besten meinen Mund. Dich zu finden.
Gut, ich zähle bis 10. Versteck dich gut. Oh. Drücke C, um in den Schleichmodus zu wechseln und bleibe dann in Deckung, damit deine Gegner dich nicht sehen und entdecken können. Während du schleichst, sind deine Schritte gedämpft. Wo stecken wir uns dann? Eins. Warte mal. Gehen hier in den Busch. Funktioniert das? Nein! Oh, ich kann nicht in den Busch gehen. Ah! Du Kacke, wo ist sie? Oh. Oh. Oh, oh. Da ist sie. Oh, oh. Steht da. Okay. Ich darf nicht gegen ein kleines Kind verlieren im Verstecken spielen. Das wäre ja peinlich. Aber die, wenn die hier hochläuft, die sieht uns sofort. Gut, du gewinnst. Wir sollten jetzt gehen, damit Mutter dich auch sehen kann. Oh. Aha. Soll ich jetzt kommen oder war das so ein Trick? Ha, wir haben es geschafft. Okay, jetzt laufen wir mal mit dir. Die bringen uns jetzt mal zu ihrer Mutter. Die ist anscheinend die Kaiserin. Wenn ich alles richtig interpretiere im Moment. Das könnte natürlich sein, aber so wie ich mich kenne, ist es wieder alles falsch, was ich hier... Eieiei, ne? Anstrengender Tag, Kollege, ne? Willkommen daheim, kaiserlicher Schutzherr. Moin. Nicht bewegen, Campbell. Und Sie, Corvo, willkommen zurück, woher Sie auch immer kommen. Sie haben ihn zu allen Inseln geschickt, um Hilfe zu erbitten. Zeitverschwendung. Mein Elixier wird die Seuche aus der Stadt verbannen. Nun halten Sie doch still, Oberaufseher Campbell. Ich weiß nicht, sieht das wie Campbell aus? Moment mal, ich vergleich. Anton Sokolov, Moment, ich vergleich mal. Naja, schlecht getroffen ist er nicht, ne? Sie empfängt sie gleich. Die Chancen stehen gut. Ah, da ist die, okay. Linke Umschalttaste, um zu springen. Ja, das weiß ich mittlerweile auch. Die Menschen sind krank, keine Verbrecher. Das hatten wir doch schon besprochen, Majestät. Sie sind meine Bürger. Und wir werden sie vor der Seuche retten, wenn wir können. Jeden Einzelnen. Nun gut. Wir fangen damit nicht nochmal an. Mutter, Corvo ist wieder da. Danke, Emily. Lassen Sie uns allein. Wie Sie wünschen, Majestät. Corvo, 2 Tage zu früh. Voller Überraschungen, wie immer. Ja, Problem damit. Der ist mir absolut unsympathisch. Madi, wie heißt du? Meisterspion Burrows. Wir sollten sie allein lassen. Okay. Ja. Günstige Winde bringen sie zurück zu mir. Welche Nachrichten bringen sie? Gib den Brief der Kaiserin. Okay, warte mal. Lass mich mal hier durch. Dann hier. Hier. Erstatte der Kaiserin Bericht. Abgeschlossen. Wunderbar. Ich hoffte, eine andere Stadt wäre damit schon mal umgegangen und würde ein Heilmittel kennen. Das sind sehr schlechte Nachrichten. Wir sind am Ende. Ach. Sie werden uns belagern und abwarten, ob die Seuche die Stadt in einen Friedhof verwandelt. Geht es dir gut, Mutter? Du siehst traurig aus. Ja, keine Sorge, mein Schatz. Mutter geht es gut. Halt, wo ist die Wache? Wer hat sie weggeschickt? Mutter, sie! Was machen die auf dem Dach? Was? Emily, hierher! Oh! 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 Drücke linke Maus für einen Angriff mit rechts oder rechte Maustaste für einen Angriff mit links. Das ist ja kacke. Linke Maustaste für einen Angriff mit rechts und rechte Maustaste für einen Angriff mit links. Wenn du eine Waffe oder Kraft bereithältst. Okay. Oh oh. Ui. Oh. Oh. Halte STRG links gedrückt, um Schwerthiebe zu blocken. Wenn du im richtigen Moment blockst, gerät dein Gegner aus dem Gleichgewicht. Bla bla bla. Ja, komm. Ich schnetze jetzt. Was ist das? Oh. Boom. Ha, ha, ha. Corvo, ich danke Ihnen. Wären Sie nicht hier gewesen? Oh, da ist noch einer. Mama.
weg von ihr! Alles fällt auseinander. Finden Sie Emily. Beschützen Sie sie. Sie sind der Einzige, der weiß, was zu tun ist. Das wissen Sie doch. Corvo. Der Orden schütze uns. Seht, was er getan hat. Ja, er hat die Kaiserin getötet. Was haben Sie mit Lady Emily gemacht, Verräter? Ihr eigener Leibwächter. Welche Ironie. Dafür will ich Ihren Kopf rollen sehen, Corvo. Ergreift ihn. Dishonored. Okay, das war jetzt uncool. Die denken jetzt, ich hätte die Kaiserin umgebracht. Eieiei. Das ist uncool. Letzte Chance, Corvo. Unterschreiben Sie dieses Geständnis und ich gebe Ihnen die letzten Riten. Das reicht jetzt. Verschwindet. Gebt dem Mann Zeit zum Nachdenken. Corvo, die Kaiserin ist tot. Ihre Tochter Emily entführt und die Wahrheit wird niemals ans Licht kommen. Ja, Sie Ärmste. Morgen werden Sie hingerichtet, aber es ist für einen guten Zweck. Dieses Land braucht starke Führer, die die Schwachen leiten. Und dabei helfen wir gerne. Das Ganze war wirklich nichts Persönliches. Auch wenn Sie beinahe unsere Pläne vereitelt hätten. Aber es ist ja alles gut gegangen. Sie waren zur rechten Zeit am falschen Ort. Und jemand musste der Sündenbock sein. Leben Sie wohl, Corvo. Wachen! Bringt ihn zurück in seine Zelle. Du solltest essen, Corvo. Dieses Essen hat ein Freund geschickt. Okay, das Ganze war also eine Falle, mehr oder weniger. Na egal. Eine Falle. Eine Verschwörung gegen uns. Brot, Essen. Oh, eine Nachricht. Corvo, wer wir sind, spielt keine Rolle, aber seien Sie gewiss, wir glauben an Sie. Hier ist der Schlüssel zu Ihrer Zelle. Wenn Sie aus der Zelle treten, begeben Sie sich zum Verhörraum. Nehmen Sie den Sprengsatz dort und legen Sie ihn an die Eingangstür. Wenn die Bombe hochgeht, rennen Sie zum Fluss und verschwinden in der Kanalisation. Dort werden Sie einige nützliche Dinge finden. Einer der Gefängniswärter wird eine Waffe direkt vor Ihrer Zelle platzieren. Und nun viel Glück. Wir brauchen Sie gesund und munter für das, was auf uns zukommt. Ein Freund. Okay. Und hier kann ich jetzt... Ah, okay. Wir haben anscheinend doch noch verbündete Freunde. Die uns hier raushelfen. Das ist cool. Ach, ein Schwert. 10er Münze, 5er Münze. Kämpfe oder schleiche dich zur Fußgängerbrücke. Warte, wie konnte ich mich hier... Warum kommen so viele Leute zu der Hinrichtung morgen? Kommen wir jetzt da durch? Die Kaiserin getötet und ihre Tochter Emily entführt. Okay. Echtes Ereignis. Warte mal, wie machen wir das jetzt? Kann ich mich hier vorbeischleichen? Boppala. Mit dem Schwert in der Hand kannst du einen ahnungslosen Gegner ausschalten, indem du linke Maustaste drückst. Oder du schleichst dich von hinten an und hältst STG links gedrückt, um ihn zu überwältigen, ohne ihn zu töten. Der nicht tödliche Schleichangriff hat den Vorteil, dass du es mit weniger Ratten und Weinern zu tun bekommst.
manche Personen dir wohl gesonnen sind und das Ende weniger düster ist. Wow. Ja, komm, wir töten alle. Alle werden getötet. Einfach linke Maustaste, komm. Dir fangen wir an. Ja. Guckst du? Boah. Ach, die hauen ab. Es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Warte mal, schleichen wir jetzt an. Haftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Dann können wir dann wunderbar. Oh. Haben wir den jetzt? Okay. Wir wurden noch nicht entdeckt. Das grenzt schon an ein Wunder bei meinen Schleichskills. Das kennen wir aus Hitman. Oh, warte mal. Oh, der kommt. Oh. Genau, hau ab am besten. Schleich mich von hinten an dich ran und töte dich. Boah, was war das? Kaboom. Okay. Warte, wir verräumen dich mal hier hinten. So. Gut gemacht. Was gefällt dir, ne? Alles klärchen, Bärchen. Wunderbar, dann haben wir jetzt hier erstmal. Oh, das sieht aber. Okay, uncool aus. Egal. Halt! Okay. Nee, wir gehen einfach. Wieso steht das auf Deutsch und drunter auf Englisch? Komisch. Egal. So. Was ist das hier? Sokolovs Gesundheitselixier. Pistole. Arm. Mit der sollte ich vielleicht nicht schießen. Warte mal, wie war das jetzt? Linke Maustaste ist Pistole. Ja, nee. Okay, ich darf nur mit links. Rechte Maustaste ist erstmal tabu, sonst hören mich wahrscheinlich alle. Whale Oil. Ich wollte es nicht. Okay, ich kann anscheinend auch Geräusche machen, wenn ich. Okay. Puh. Nähere dich dem Vorsprung und halte Leertaste gedrückt. Ja, okay, das ist einfach. Wo jetzt hin? Ach, hier. Gesundheitselixier. Und noch ein Gesundheitselixier. Pistole. Das ist Munition, denke ich mal. Und ein paar Münzen. Vielleicht können wir uns. Gibt es so ein ähnliches. Dose mit gepökeltem Hexenfisch? Ach, das gibt Gesundheit. Okay. Dose mit eingelegtem Walfleisch. Dose mit Pratschets Aalen in Aspik. Was essen die? Uah. Okay. Ich wollte sagen, vielleicht gibt es sowas wie einen Shop oder so. Kann ich das hier noch? Ja. Wo ich dann ein paar Waffen oder sowas kaufen kann. F öffnen, halte F gedrückt für das Schlüsselloch. Haha. Okay, da ist nur eine Wache. Schalten wir aus. So, da. Pass auf, wir packen die mal hier in die Ecke. Kann ich die Beute noch nehmen? Ne, die haben wir dann anscheinend schon. Okay, da ist die Tür. Das Schwert kann ich nicht nehmen. Das ist ein bisschen komisch. Denn wenn hier überall Schwerter rumliegen, dann wird das doch irgendwann auch auffallen. So, wo geht's hier hin? Ich erkunde einfach mal alles, was es hier zu finden gibt. Kann ich die Tür öffnen? Erstmal das Schlüsselloch gucken. Hier ist nix. Okay. Ach. Ach so. Hier waren wir vorher. Okay. Boah, Alter! Dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock ja. Müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Hofgang. Okay. Pfeffermünze, Fünfermünze. Alter, was ist denn los mit meiner deutschen Sprache heute? Egal. So, die Durchsagen machen mir Angst, vor allem weil andauernd das Gleiche kommt und ich. Er schreckt mich jedes Mal wieder, wollte ich sagen. Pass auf, ich gehe mal nach. Auf, Wiedersehen. Pass auf, ich habe keinen besseren Platz für dich.
Deswegen leg dich einfach mal da. Einfach mal hier hin. Wupp, das war ein bisschen roh, egal. Tja, laufen ist nicht direkt so schnell, fällt mir an dieser Stelle auf. Aber naja, naja. Boah, Alter, ich. Ich schleich mal lieber wieder. So, wo geht's jetzt hin? Yard. Wollen wir ins Yard, beziehungsweise Hofschlüssel erforderlich. Ach, da kommen wir gar nicht hin. Hier dann wahrscheinlich auch. Unzerstörbare Tür. Das heißt, dass ich kann normale Türen zerstören. Nein. Okay. Ach, da ist das Verhörzimmer, wo wir die Bombe bekommen. Okay. Hier sind ein paar Münzen. Tja, aber wir haben schon wieder 20 Minuten. Von daher verabschiede ich mich mal von euch. Würde sagen, bis zum nächsten Part. Ja, wir sehen uns. Haut rein. Macht's gut. Euer Mr. Kachin.